also heute war der Grand Slam Finale. Das war dieses Jahr ein sehr cooles, spannendes Format. Und zwar sind wir insgesamt 5-mal gerannt, 5 kurze Einsätze. 3 waren am Morgen im Wald und noch 2 am Nachmittag hier in Kirchberg in urbanem Gelände. Bei den ersten 4 Läufen konnte man Bonussekunden sammeln, die man dann am letzten, der jagdstark war, gebraucht hat. Ich habe im Oktober Trainingspause gemacht, dann bin ich hierher gekommen, jetzt schon wieder 2-3 Wochen trainiert. Darum habe ich mich gefreut auf den Wettkampf heute. Morgen im Wald haben wir 3 Runden gehabt und dann konnte ich am Nachmittag im Sprint den Vorsprung, den ich am Morgen geholt habe, behalten. Und ja, es freut mich, dass ich das hier heimbringen konnte. Ja, ich weiss nicht so genau, was heute los ist. Irgendwie hat heute alles gestimmt, technisch und physisch. Ich habe die 4 Vorläufe alle können gewinnen, dass ich dann einen sehr grossen Vorsprung im Finale hatte. Aber ja, ich konnte es dann eigentlich gut heimbringen und bin mega, mega glücklich. Ja, wirklich auch überrascht über den heutigen Tag.